Shirt. Ich will endlich wieder ein Video drehen. Ich habe mir gedacht, ich war jetzt gerade unterwegs und habe mir gedacht, ich nutze die Zeit, der Stefan ist noch nicht daheim, aber ich wette, dass er nach Hause kommen wird, während ich gerade filme. Also ist das vollkommen egal, ich muss es ja lernen irgendwann. Dass wenn er zu Hause ist, dass ich mich daran gewöhne, dass ich halt filme, weil sonst wird das, glaube ich, nie was. Ja, mir ist es halt noch immer unangenehm. Es müsste mir nicht unangenehm sein, aber es ist mir leider noch immer unangenehm. Ich habe ein bisschen versucht, den Hintergrund aufzupeppen. Ich habe auch vorher gerade gesehen, dass ich hinten an der Wand einen schwarzen Fleck habe. Ich weiß gar nicht, ob man den sieht, aber ich glaube nicht. Ärgert mich bis aufs, weiß ich nicht was, ich hasse es. Diese bunten Wände sind so empfindlich, das ist echt arg. Also, aber bevor wir uns da lange aufhalten, fange ich jetzt mal mit Klamotten, glaube ich, als erster an. Weil da habe ich so ein paar Dinge mir gekauft. Wunderschön. Ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich gekauft habe, klamottenmäßig, ja? Damit ich das in ein Video packe. So, ich habe mir beim C&A einen grünen Pullover um 13 Euro gekauft, der sieht so aus. Dann, da war ich nämlich mit der Bitty unterwegs, den haben wir sogar gleich. Der war um 20 Euro, der war jetzt aber nicht reduziert, sondern der war um 20 Euro regulär. Den musste ich einfach haben. Ich finde den so cool. Also der muss einfach sein. Dann auch Unterhosen, aber die zeige ich euch jetzt nicht. Gerade jetzt habe ich Schluck auf. Ein Pullover um 26 Euro. Der hat so Perlen, ihr wisst ja, ich liebe das, man sieht das ja so schlecht. Sieht man's? Ich hoffe es. Oh ja. Der ist mega. Ich habe heute einen Pullover gesucht. Ich meine, ich habe mich jetzt schnell umgezogen. Habe aber kaum welche gefunden. Ich habe aber so viele. Ich muss gucken, wo ich die in dem Kleiderschrank drinnen habe. Aber ja. Eine schwarze Hose habe ich mir auch gekauft für die Arbeit um 20 Euro. Habe ich noch gar nicht angehabt. Aber wenn ich vom Urlaub zurückkomme, kann ich sie ja anziehen. Dann war ich ein bisschen böse und habe mir vom neuen Essenz-Sortiment ein paar Sachen gekauft. Ich konnte nicht anders. Ich musste mir leider was kaufen. Ich werde da eh vollkommen durcheinander kommen. Das Sackerl darf ich auch nicht vergessen. Ne? So, ich hoffe, sonst... Ich muss heute unbedingt weiter aufräumen, ich kriege die Krise. Durch das, dass ich jetzt ein paar Wochen durchkackelt habe, weil ich habe ja jetzt Urlaub, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe nichts in dieser Wohnung erledigt. Und das macht mich echt aggressiv, ich hasse das. Seit ich in der neuen Wohnung bin, mag ich nicht, dass es unordentlich das Fensterbrett ist vollgeräumt. Nein, mag ich nicht in der neuen Wohnung. Deswegen will ich unbedingt dieses Video machen und dann werde ich noch aufräumen. So, ich habe mir von Essence den Fixing Spray in Kokos gekauft. Der sieht so aus. Ich habe vor mir den Korb stehen. Ich musste mir diesen dämlichen Lipgloss kaufen. Ich fand den so schön. Ich hoffe nur, dass ich den auch verwende. Jetzt sieht man es. Ist der nicht schön? Der glitzert so extrem. Ich habe nämlich die Essenz-Deke eingeräumt. Ich habe auch gerade gesehen, dass der so einen Plumping-Effekt hat. Fällt mir gleich am Schminktisch. Ich habe noch einen dritten von diesen dämlichen Juicy Bombs. Ich weiß nicht, warum jeder die so hypt. Ich habe den Melone in meiner Handtasche von der Arbeit. Da habe ich noch den, oh Gott, Lovely Litchi, der schaut so, das ist eher so ein neutraler Ton. Und dann habe ich noch den Proud Papaya. Ja, also ich finde, die halten nicht und ich weiß nicht, bin nicht so begeistert. Bei Mario No war ich auch, ich bilde mir eigentlich ein, die hat mir Proben mitgegeben. Weiß aber nicht, drin. Egal, bei Mario No war ich auch und da habe ich mir mal wieder die Ampullen gekauft. Weil die mochte ich eigentlich von dieser Marke. Ich zeige euch die, ich kann die nicht aussprechen. Könnt ihr die lesen? Ja. Das dauert ein bisschen durch, dass das doch so hell ist. Einmal die das Clean Beauty Set, wo 4 Intensivkurampullen und 4 Days Treatment Ampullen drin sind. Und da sind nur Hyaluron drinnen. Ich wollte die unbedingt probieren. So. Dann ein paar Sachen, die ich auch heute gekauft habe. Nissa hat mir einen Tipp gegeben beim DM, da waren wir heute erst gerade, sie wird sich eh totlachen, wenn sie das Video sieht. Sie hat mir den Tipp gegeben, dass es beim DM jedes Mal die Ipuro reduziert gibt. Und ich bin in der neuen Wohnung eigentlich ziemlich brav, die aufzubrauchen, muss ich sagen. Ich habe im Schlafzimmer halt keins, weil ich mir denke, das ist vielleicht nicht so geil. Ich habe es in der Küche habe ich eins, da merkt man es überhaupt nicht. Im Vorzimmer, Schlafzimmer nicht, habe ich gerade gesagt. Vorzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche.
In den anderen Räumen schon, aber nicht im Schlafzimmer. Weil ich meine, ich denke, dass ich das da brauche. Aber die waren dort um 2,95 Euro reduziert, also habe ich mir zweimal dieses... Sorry, wenn ich so raschel. Zweimal das Apfel mitgenommen. Das habe ich mir jetzt bei Müller gekauft, aber nicht da, wo ich mit der Nisse unterwegs war, sondern bei uns in meiner Filiale. Es gibt von Lancôme ein AHA plus Komplex blablabla Duschgel. So schaut das aus, von Lancôme. Das geht leider aus dem Sortiment und hat nur noch 13,95 gekostet. Ich habe es mir natürlich gekauft, zweimal. Eins habe ich schon in der Dusche stehen und das ist mein Backup. Irgendwo werden dann noch die Bodylotions rumfliegen. Beim DM habe ich mir auch heute, wenn ihr das sehen werdet, das wird ewig brauchen, was haben wir heute? 27. Februar? Damit viele Bescheid wissen. Ich habe jetzt gerade aktuell die andere Balea-Seife in Verwendung. Und das ist von Soft Feeling, die Mandel- und Baumwolle. Und da gibt es noch eine mit Kirsche. Und da habe ich mir jetzt auch das Rasiergel ausnahmsweise mitgenommen, obwohl ich noch genug Rasiergel habe. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich komme wohl lang aus in der neuen Wohnung mit Rasiergel. Ich habe mir jetzt nicht die Duschgel gekauft, weil davon habe ich noch leider genug. Aber ja. Bei Müller waren wir auch drin und ich habe mir eine Probe erschnurrt. Das ist dieses Matt-Gel von Clarins. Da habe ich vor kurzem auch eine Probe leer gemacht und das ist gar nicht so schlecht. Dann war die liebe Nisa mit mir beim Biber, weil ich sie voll gejammert habe, dass meine Mundspülung in den anderen Biber nicht mehr gibt, wo ich letztens war. Und wenn die auflassen, dann zucke ich aus. Jetzt habe ich mir noch zwei Backups genommen, weil dort gab es leider nur noch zwei Stück. Ich hoffe nicht, dass die mir auflassen wird. Dann war ich mit der Nisa beim Rituals und ich habe in einem aufgebrauchten Video gesagt, dass ich mir das Sleep nicht mehr kaufen würde und habe es mir doch nochmal gekauft, weil ich es doch nicht so schlecht fand. Also zum Duschen finde ich Lavendel vollkommen okay, aber so als Bodylotion bräuchte ich es jetzt nicht. Aber ich habe irgendwie letztes Jahr so Schlafprobleme, deswegen werde ich mir das wieder in die Dusche stellen. Und ich habe mir noch den Love gekauft. Da hat der Verkäufer mir auch gesagt, dass das nächste Woche aus dem Sortiment geht und wenn ich es noch haben will, soll ich einfach nachfragen. Ich habe mir jetzt den Sakura in die Dusche gestellt, aber ich glaube, ich werde das umtauschen auf den. Das heißt, den werdet ihr wahrscheinlich auch bald in ein aufgebraucht Video sehen. Dann hat er mir noch zwei Gesichtspflegeproben mitgegeben. Einmal das Gel, diese Feuchtigkeitspflege und einmal eine Reinigung. Von dieser Namaste-Linie ist das, die ist ganz neu. Da interessiert mich ja das mit Zellenwasser. Das habe ich vor kurzem in der... im Video von Chiquita's Place gesehen, das interessiert mich extrem. Aber da finde ich auch nicht blöd, dass er mir das mitgegeben hat. So, beim Müller bin ich auch in letzter Zeit echt eskaliert. Ich weiß nicht, was da hin ist mit mir. So, ich habe mir gekauft die Beauty Blender. Die waren um 7 Euro reduziert. Ich muss meine wieder aussortieren. Ich habe heute einen in der Hand gehabt, der war steinhart, den werde ich gleich wegschmeißen. Aber ich sortiere ja eh regelmäßig aus. Den habe ich vor kurzem gesucht, den brauche ich für meinen Kalender, weil ich muss was ausbessern. Und dann habe ich mir Reinigungstücher gekauft, weil die reduziert waren. Um 60 Cent, glaube ich, habe ich mir die alte Verpackung gekauft von Cadea Vera. Die muss ich dann hoffentlich in mein Badezimmer schlichten. Ich vergesse nämlich, dass ich weniger Platz habe. Was ist denn da geflogen? Deswegen bin ich am... Ich werde, glaube ich, den Haul eh bereuen, dass ich den jetzt gemacht habe, weil ich vieles nicht weiß, wo ich die Sachen hingeben soll. Weil ich nicht so viel Platz habe wie in der alten Wohnung. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da habe ich mehr Stauraum gehabt als da jetzt aktuell in der Wohnung. Ich habe heute meine Augenbets in der Hand gehabt, weil ich gerade die Augenbets hier sehe. Und habe nicht gewusst, wo ich sie hingeben soll und habe sie jetzt dabei ins Wohnzimmer geräumt. Aber das bleibt ja auch nicht, weil im Wohnzimmer kommen mir die anderen Sachen in den Garten. Das ist sehr furchtbar. Aber ich habe überlegt, ob ich mir... Nein, im Schlafzimmer kann ich nichts mehr hinstellen. Ich meine, da könnte ich noch hinter mir eine Box reingeben. Hatte ich ja auch davor, aber es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Da kriege ich schon wieder Schluck auf, macht mich aggressiv. So, dann habe ich mir Augenbets gekauft, die ich eigentlich nicht hätte kaufen dürfen. Aber das waren diese Limited Edition von den Topmodel. Also irgendwie finde ich Germany's Next Topmodel voll lahm. Ich habe zwei Folgen schon gesehen und ich bin bei beiden Folgen eingeschlafen, also ich finde es jetzt nicht so besonders. Aber die Augenbets fand ich irgendwie cool. Ich meine, ich habe von der Nisa jetzt gehört, dass da nicht so gute Inhaltsstoffe drin sein sollen, aber das sind jetzt eh die letzten, die ich mir gekauft habe von Beauty. Dann brauche ich die jetzt noch auf, die ich habe und dann war's das. Aber die fand ich so geil vom Design her. Seht ihr das, wie geil die glitzern? Dann gibt es das im Hellblau mit Glitzer
und noch in dunkelblau mit Glitzer. Also so vom Design finde ich sie cool. Dann haben wir neue Ampullen bei uns bei Müller. Die musste ich natürlich auch gleich kaufen. Ich habe auch eine schon verwendet. Die ist mega. Könnte mein neuer Liebling sein. Das ist so eine Multivitamin. Die Verpackung wieder mal mega. Ich lege es gleich da am Schminktisch. Nicht, dass es da reinfetzt und dann meins hin. Die finde ich echt genial. Die finde ich wirklich genial. Dann habe ich mir einen Rouge gekauft. Irgendwie muss dann noch ein zweites sein. Oder ich habe es euch schon in einem Haul gezeigt. Ich kenne mich schon nicht mehr aus, was ich euch gezeigt habe und was ich euch nicht gezeigt habe. Das ist aber von dieser Catrice Limited Edition. Beautiful You. Ich wollte das nämlich unbedingt haben. Erst habe ich mir gedacht, nein, du brauchst das nicht. Und jetzt habe ich es mir doch gekauft, weil ich gesehen habe, ich habe gar nicht mehr so viel Creme Rouge. Da kann ich euch jetzt nur die Verpackungen zeigen von den zwei Dingen. Ich habe mir so eine, die heißt Strawberry Face Brush. Ich kann euch da ein Foto einblenden, wie das Ding ausschaut. Da seht ihr nur die Verpackung, die schmeiße ich auch dann gleich weg. Ich finde die nicht schlecht, aber sie haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht um. Vom Reinigungseffekt her, sie war günstig, sie war vom Action, also. Dann habe ich mir ein Lash Serum, also Wimpernserum gekauft. Ja. Ich habe es zu selten bis jetzt verwendet, aber das ist von Annemarie Berlind. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Mir gefällt der Applikator oder irgendwie nicht. Also schauen wir mal. Schauen wir mal, wie ich es finde. Da habt ihr die zweite Verpackung von dem Duschgel, was ich euch vorher gezeigt habe. Vor kurzem, was ich euch vorher gezeigt habe. War ja klar. Und da habe ich zweimal die Bodylotion. Wobei ich nicht weiß, ob ich nicht eine gleich auf die Seite gebe zum Verschenken. Zuerst sagt sie, sie braucht keine Handmaske und dann kauft sie sich erst recht welche. Ich habe mir von Action, die hat mir eine, ich mache mit einem Mädel ein Tauschpaket. Das muss ich noch wegschicken. Und sie liebt Handmasken und Fußmasken und so Zeug und ich eher nicht so. Habe ich euch im letzten Aufgebraucht auch schon gesagt. Und bei dem bin ich mir nicht so sicher gewesen. Ich habe es jetzt beide gekauft. Mir ist erst später aufgefallen, dass eine goldene und eine silberne Verpackung ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist. Aber ich habe da so Hornhaut am Daumen und habe noch die andere Handmaske, die ich heute verwenden werde. Reinigungstücher habe ich mir auch vom Action gekauft. Ich habe die jetzt gerade, ich habe die viermal. Ja, ich lege die jetzt mal weg, weil sonst raschelt das zu viel. Ich zeige euch die ganz kurz. Die sehen so aus. Die sind vom Action. Ich liebe die. Die blauen hatte ich auch, die waren furchtbar vom Duft her. Die rosanen will ich gar nicht mehr probieren, weil ich hatte ja vom Action die Kokos und habe die geliebt, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Und als Ersatz habe ich jetzt die. Das heißt, ich benutze die für den Schminktisch, ich hoffe, die bleiben auch im Sortiment. Und die anderen, die Cadea Vera, die ihr jetzt gerade gesehen habt, die werde ich dann verwenden zum Abschminken. Ich verwende die aber eher selten gerade zur Zeit. Die fand ich urinteressant. Das ist so eine Warm Relaxing Stream Eye Mask, die man 20 Minuten drauf lässt, sieht man zweimal da drinnen. Ich wollte die unbedingt ausprobieren, auch vom Action. Ich bin ein richtiger Junkie. Dann habe ich mir ganz, ganz viele, da war ich sehr, sehr böse, Ampullen gekauft. Ich muss kurz den Nagel auf die Seite fetzen. Ja. Die Niacinamid habe ich mir bestellt, weil die gibt es nicht mehr offiziell bei uns bei Müller leider. Die kennt ihr eh von meinen Aufgebraucht-Videos. Da habe ich mir 10 Stück, glaube ich, bestellt. Ich muss mal den Karton finden, dann, wenn ich jetzt dann die Sachen wegräume. Von meinen Ampullen. Und die Lifting habe ich mir auch mitgenommen, weil die waren 50 Cent. Aber die geht nicht raus, sondern die kriegen einfach nur ein neues Verpackungsdesign. Da sind die restlichen Niacinamid-Ampullen. Aber die gehen aus dem Sortiment. Dafür haben wir jetzt diese geilen Multivitamin, was ich auch cool finde. So, okay, noch einmal Marionneau und Action sehe ich da gerade. Oh, verdammt, ich hätte die Probe sogar, die hätte ich ihr schenken können. Verflucht. Mich hat vor kurzem jemand gefragt, ob wir von dem hier Proben haben und hatten wir ja leider nicht. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich die gekriegt habe und ich kenne den Duft ja schon. Scheibenkleister. Ich muss unbedingt das Bett rausräumen. Jesus Maria. So. Die Biothermampullen habe ich mir auch gekauft. Ich habe die heute wieder bei Müller gesehen, habe sie mir aber diesmal nicht mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viel sie bei Müller kostet haben, weil da hätten sie jetzt 28,99 kostet. Ja, aber ich habe eh die, also habe ich mir gedacht, nein, ich nehme sie jetzt nicht noch einmal. Dann war ich böse und habe mir noch einmal von den Lippenmasken welche gekauft und noch einmal die goldene. Aber am meisten diese rote. Ich weiß gar nicht, wohin damit.
glaube, ich habe gar keinen Platz mehr für die in dem Karton. Dann habe ich mir eine Bubblegum Sugar Scrub Maske gekauft. Die ist jetzt ganz neu bei Müller. Die Honigmelone sind auch rausgegangen aus dem Sortiment von Cadeavera. Die stellen komplett die Verpackung um. Und vor kurzem ist mir aufgefallen, dass eine Dame sich furchtbar aufgeregt hat, dass wir die nicht haben. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich die zwei letzten gekauft habe. Ups. Ich habe so viele Masken schon wieder gekauft, ich könnte mich schlagen. Aber die fand ich sehr interessant. Die habe ich beim Mickey Monumental gesehen im Video. Das ist eine Fußmaske, Wellnesssocken heißen, mit Lavendelduft und Kokosnussöl. Die muss man wärmen. Keine Ahnung, wann ich die mache, aber ich fand die interessant. Beim Action Spring is Here habe ich mir eine Hasentuchmaske gekauft. Ich fand die so süß. Es gab noch mehrere, ich glaube Hamster und weiß ich nicht, irgendein Spiegelei oder so, aber ich habe mir nur den Hasen mitgenommen. Weil wer weiß, ob die gut sind. Oh, doch nicht. Ich habe mir doch nicht nur den Hasen mitgenommen. Ich habe auch den Hamster, oder was das sein soll. Das ist doch ein Hamster, oder? Happy Go Lucky. Ich glaube, das ist ein Hamster. Ist ja ursüß von der Verpackung her, oder? Die hatten ja zu Weihnachten auch welche und die habe ich gar nicht erwischt. So. Die Augenpads von Essence sind ja leider auch aus dem Sortiment gegangen. Ich habe mir da aber nur eine Packung mitgenommen, um sie mal zu probieren. Weil die Limited Edition... Okay, doch nicht. Ich sollte die Klappe halten. Ich habe noch eine Packung. Ich habe sie mir zweimal oder dreimal. What the fudge? Zweimal habe ich sie mir mitgenommen. Ich glaube, sonst nicht noch einmal. Ist ja furchtbar mit mir, oder? Zweimal habe ich mir die Augenpads mitgenommen. So viel dazu. Ich traue mir schon gar nichts mehr herzeigen. So. Ich habe mir von Balea noch eine Handschuhmaske mitgenommen. So viel zu, ich mag das nicht, ne? Und kauf's mir trotzdem. Und beim Müller gibt's drei neue Mutandische Nests, sind das, glaube ich. Seven Heaven steht da nur drauf. Da gibt's drei neue. Einmal die Cotton Candy. Die schaut so aus. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Dann gibt's die Marshmallow Fluff. Und, die finde ich so geil und die werde ich an meinem Geburtstag draufknallen, die Birthday Cake Peel-Off Maske. Und ich habe, wenn sie gut ist, werde ich die sicher jeden zum Geburtstag schenken, weil das ist richtig geil. Dann habe ich wärmende Augenmasken mir gekauft, weil ich die unbedingt probieren wollte. Die kaufen nämlich so viele Leute bei uns und wir haben jetzt eine neue Sorte, glaube ich. Ich glaube, eine neue Sorte haben wir nur. So schauen die aus. Und ich werde, glaube ich, die Lavendel heute drauf klatschen. Ich habe schon wieder Schluck, aber das macht mich nicht aggressiv. Die Lavendel werde ich mir vielleicht heute drauf geben. Dann habe ich ein Fußpeeling mir gekauft, weil ich schon ewig kein Fußpeeling mehr ausprobiert habe. Und ich habe für das Tauschpaket so ein paar Sachen gekauft, weil ich mag auch so Fußprodukte und so. Deshalb habe ich mir ja diese Deppete Kokosding da gekauft und das hier. Von der Müller Eigenmarke von Barfuß, das Summer Vibes, ups, das Fußpeeling. Ich wollte es trotzdem probieren, die Verpackung ist so mega schön. Die Maske habe ich mir nicht gekauft, weil die habe ich ihr nämlich gekauft für das Tauschpaket, aber mir nicht und ich habe mir nur das Fußpeeling mitgenommen. Es gibt eine neue Marke bei uns, die heißt Echt bei Terra Naturi. Da habe ich mir jetzt die Ampullen gekauft, weil mich das interessiert hat, wie die sind. Da habe ich genug zum Benutzen, würde ich sagen. Da habe ich wirklich genug zum Benutzen. Also ich hoffe, die sind gut, weil die gehen auch gar nicht so schlecht bei uns, also... Ich bin gespannt, wie die sehen. Vielleicht probiere ich demnächst mal welche. Weil wir gerade bei Biotherm sind. Ich habe mir das Gesichtswasser nachgekauft vom Biotherm. Das war jetzt um 11,95 € reduziert, also musste ich das unbedingt haben. Ich habe jetzt gerade das von Clarins. Ich finde es nicht schlecht, aber mir ist es zu reichhaltig. Ich habe das noch einmal in so riesengroß, wenn man einen alten Haul gesehen hat, weiß das noch. Die riesengroße Flasche habe ich mit Bumspender. Mir ist das aber zu viel. Jetzt habe ich einer Freundin von mir eine Probe mitgegeben und habe sie gefragt, ob sie es verträgt, weil dann kriegt sie es zum Geburtstag, weil ich halte dieses Ding nicht aus. Jetzt im Winter geht's, aber im Sommer war das furchtbar für mich. Deswegen habe ich mir das jetzt gekauft. Ich glaube, ich habe sonst kein Gesichtswasser mehr, sondern nur noch Micellenwasser. Und ich bin gespannt, wie ich das finde. Ich habe mir jetzt das extra für normale bis Mischhaut genommen, weil ich habe keine trockene Haut mehr. Früher hatte ich ja, jetzt nicht mehr. Auch von Biotherm habe ich mir reduziert gekauft das Bodyöl. Könnt ihr euch noch daran erinnern, in dem Aufgebraucht-Video habe ich gesagt, ich werde mir das nicht kaufen. Hab's mir aber gekauft, weil es jetzt um 34,95 € reduziert war. Ja, und es geht aus dem Sortiment. Dann habe ich mir geleistet, schon für meinen Geburtstag, weil ich habe den Duft auch, das O-Fusion-Duschgel. Das geht nämlich leider aus dem Sortiment. Ja, und ich habe den Duft und ich will den bald verwenden, deswegen
Eh bescheuert, aber wen interessiert's? Oh, von Biotherm. Ich habe eine Biotherm-Phase wieder, also ich kaufe ziemlich viel von Biotherm. Habe ich mir den Duschschaum gekauft. Ihr wisst ja, den liebe ich. Den finde ich mega. Leider gibt es den auch nicht mehr. Ah, der riecht so geil. Es gab, glaube ich, keine mehr, sonst hätte ich mir, glaube ich, noch einen genommen. Ja, das war leider auch reduziert. Das ist dieses Meal & Mousse von Lancôme, was ich jetzt gerade auch aktuell im Badezimmer stehen habe in der Dusche. Mit dem kommt man ewig aus und ich bin so traurig, dass das nimmer mehr gibt, weil das war wirklich gut. Haben sie reduziert, haben sie leider aufgelassen. Was sie auch auflassen, da hätte ich mir fast alle drei Masken gekauft. Ich habe vor kurzem ein Aufgebraucht-Video euch eine Probe davon gezeigt. Da habe ich die goldene jetzt. Und ich hätte mir fast die Rosé-Goldene nochmal gekauft, die habe ich aber noch, habe ich gesehen, wie ich meine Sachen eingeräumt habe in meinem Badezimmerschrank. Und die Silberne, ich wollte mir am Anfang alle drei kaufen, habe mich aber zusammengerissen und mir gedacht, nein, wenn, dann kaufst du dir von den dreien nur eine. Sie war jetzt um 19,95 reduziert. Ja, sie ist geil, aber eine reicht. Dann bei Essence habe ich mir auch zwei reduzierte Sachen gekauft. Einmal den Nail Polish Corrector Pen, den muss ich mir noch in meine Kiste draußen geben. Und den Fixing Spray, weil ich ja nicht so viel habe. Aber ich habe mir gedacht, ja okay, der geht ja aus dem Sortiment, es fehlt auch ein bisschen was, aber der geht ja aus dem Sortiment. Jetzt gibt es ja dafür den Kokos, den habe ich euch gerade vorher gezeigt. Den gab es vorher, den gibt es jetzt. Also, ja. Und ich habe das zweite Blush gefunden von Catrice. Ich habe es euch doch noch nicht in einen Haul gezeigt. Ich habe mir jetzt beide Farben gekauft. Da auf der Verpackung sieht man halt, dass das verschiedene Farben sind. Also, den habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist die Farbe 10.02 und den 10.01 habe ich euch vorher gezeigt. Also, man sieht, dass der orange ist und der pinker. Ich liebe Creme Blush. Ich kann ohne Creme Blush nicht leben. Klingt vielleicht blöd, aber ist so. Ich habe nämlich vor kurzem nur Puder Rouge probiert und das hält bei mir nicht. Ich habe auch heute ein pinkes drauf, aber das passt zu meinem Lidschatten irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mir noch ein Duschgel gekauft, weil ich das jemand in ein Tauschpaket gegeben habe und ich wollte das auch unbedingt haben. Ich fand das so geil vom Dufter, das werde ich mir auch vielleicht in die Dusche schon stellen. Und ich habe noch was von Essence, was ich im Abverkauf gekauft habe. Das war diese Banane Feuchtigkeitspflege. Weil ich die ja unbedingt haben wollte und ich mich so geärgert habe, dass sie rausgeht. Und man dachte, okay, dann kaufst du sie dir, wenn die eh rausgeht. Leider fehlt mir da ein Lippenstift. Ich weiß nicht, wo ich den hingegeben habe. Ich habe den vor kurzem getragen. Ich habe mir schon wieder 4 Lancôme Lippenstifte gekauft. Schlagt's mich nicht. Der was fehlt, ist einer von den Matten und der war mega geil. Wenn ich ihn finde, zeige ich ihn euch. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich den hingegeben habe. Der müsste in irgendeiner Tasche rumkugeln. Zeige ich euch in einem anderen Video mal. Noch von den Intimate, so heißen die, habe ich noch 2. Insgesamt habe ich mir 3 gekauft. Ich wollte mir ja viel mehr kaufen, aber ich habe die meisten weggetan. Weggetan vor allem. Warum lege ich es nicht auf die Heizung? Für was habe ich das? So, man drückt hier oben wieder drauf und dann kommt unten der Lippenstift raus. Und das ist die Farbe 282 Very French. Der ist aber schön. Also die finde ich alle drei, finde ich wirklich schön. Der andere ist eher bräunlicher, den ich noch habe, den ich euch jetzt nicht zeigen kann. Aber die sind wirklich geil. Ich verstehe nicht, warum die aus dem Sortiment gehen. Ich habe auch brav heute Lippenstifte aussortiert. Weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das Video drehe, aber ich habe brav heute aussortiert. Weniger ist nicht wirklich geworden, aber das ist jetzt der Plush Love. Auch wunderschön. Ich meine, die zwei schauen sich ein bisschen ähnlich. Aber urschöne Lippenstifte. Heute habe ich einen von Jeffree Star drauf, aber ich glaube, der ist schon fast weg. Ich weiß gar nicht, ob man meine überhaupt sieht. Ich habe von Jeffree Star einen oben. Dann von den Le Absolute Mademoiselle Shine habe ich die Shiny Romance mir noch ausgesucht. Das sind eher die, die was so wie die Rouge Volupté eigentlich sind. Den fand ich so schön von der Farbe, den musste ich einfach mitnehmen. Ich hätte den so gern hin und wieder in der Tasche, damit ich mir den drüber knall. Aber ich habe auch heute mein Lipgloss vergessen, also jo, muss ich meine Tasche umschlichten, weil ich ewig nicht dran gedacht habe, ne? Ich habe mir noch 4-mal diese Taschentücherbox, weil ich die gerade da sehe, kann ich es euch ruhig zeigen. Man sieht die nicht so. Jetzt sieht man es. Das ist so eine mega süße Verpackung. Ich habe mir da alle gekauft, die ich gefunden habe letztens bei Müller, weil ich die so süß fand. Was ist denn da los? Ja, meine Wand will nicht so wie ich.
Die habe ich mir viermal insgesamt gekauft. Eine ist schon wieder leer im Badezimmer. Dann habe ich mir, das zeige ich euch später, drei Nagellacke gekauft. Eigentlich könnte ich einen lackieren, aber durch das, dass ich nie weiß, was ich anziehe, bin ich immer ein bisschen unsicher. Ich habe mir drei gekauft von Terra Naturi. Die sind aber wirklich gut. Ich habe den schon mal oben gehabt. Da hat die Vivi auch vor kurzem gefragt, welcher das ist. Dann habe ich mir noch den grünen gekauft. Typisch, man sieht den gar nicht so. Jetzt. Und den pinken. Und die sind wirklich gut, die von Terra Naturi. Da gab es nämlich mit der Müller-App eine Aktion, wenn du die drei nimmst, kriegst du einen gratis. Das letzte, was ich mir gekauft habe, das habe ich sogar jetzt aktuell noch in Benutzung. Es gibt von Sanssouci eine Maske, die kennt sie von mir, die hatte ich schon mal in klein mit diesen Kügelchen drinnen. Geht natürlich auch aus dem Sortiment. Die war jetzt um 15 Euro reduziert, also habe ich mir die auch genommen. Den Test habe ich mir nicht genommen, weil der Test war furchtbar grauslich, den habe ich gleich weggeschmissen. Aber ja, die gibt es ja dann eh nicht mehr. Und ich sollte mehr Masken machen. Im Februar war ich echt voll mit Masken. Da war ich wirklich voll. Aber es wird sich bessern. Es wird sich definitiv bessern, hoffe ich jetzt mal. Na gut, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde, ich war ziemlich schnell gerade. Ein bisschen zu schnell. Vielleicht schaffe ich das aufgebrauchte Video noch. Wenn er noch nicht da ist, gucken wir mal. Ansonsten soll er sich Kopfhörer aufsetzen, damit ich drehen kann. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fürchte mich schon davor, die Sachen wegzuräumen, aber sonst ist alles gut. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!